antifaschistische Politik ist kein Spiel in Städten wie Zwickau, sondern es ist mit Bedrohungen und einer akuten Gefahrenlage verbunden. Oft habe ich Securities dabei, wie heute in Bautzen. Ohne Altis würde es, glaube ich, oft brenzlicher aussehen. Wir glauben, man wäre irgendwie den... Brauchen das irgendwie? Wir wissen ja gar nicht, was wir machen. Hi, mein Name ist Jakob Springfeld und gemeinsam mit Issue Erich habe ich ein Buch unter Nazis darüber geschrieben, wie es ist, linke Politik in Sachsen zu machen. Als Linker in Sachsen oder in Städten wie Zwickau oder Bautzen ist man sehr oft in dieser reaktionären Position, dass man irgendwie versucht, einen Gegenprotest zu machen, weil jeder Protest für irgendwas, sei es der CSD oder eine Klimademo in Zwickau, endet eben oft mit einer neuen Bedrohungssituation. Und deswegen finde ich es sehr erschreckend zu sehen, dass eben die DemokratInnen schon sehr oft einfach in der Defensive sind. Aber trotzdem gibt es Menschen, die diesen Gegenprotest auch in Städten wie Bautzen manchmal organisieren. Nur es ist viel zu wenig und breitflächig sind teilweise die extrem Rechten einfach viel sichtbarer. Das ist eben zum einen, man wird auf Demonstrationen mal angespuckt oder Neonazi-Kader vom Dritten Weg verklebten Sticker bei den Eltern. Ich denke, in einer Welt, in denen auch aktuell zum Beispiel in Bautzen wieder Geflüchtetenunterkünfte angegriffen werden, ist es wichtig, dass antifaschistische, demokratische Arbeit auch genau da geleistet wird, wo es brennt und wo es wehtut. Und das versuche ich auch mit meiner Lesetour, indem ich eben gerade in Städte wie Aue, Annaberg-Buchholz, Bautzen und Co. fahre. Also die erschreckendste Erkenntnis, die diese Städte verbindet, sind die Menschen, die mir erzählen, dass sie sich als Individuum nicht mehr sicher fühlen und dass sie sich nicht mehr an der Mehrheit glauben mit ihrer Meinung. Sehr viele in dem ländlichen Raum erzählen, dass wenn hier irgendwie eine AfD an die Macht kommen würde, die wehrhafte Demokratie wohl relativ schnell bröckeln würde und sich da niemand wirklich mehr an den Weg stellen würde. Ich glaube, Städte wie Bautzen sind primär erstmal irgendwie schön anzuschauen. Aber wenn man die Nachrichten der letzten Monate kennt und weiß, dass sich auch hier jeden Montag wirklich gewaltbereite Neonazis versammeln, dann macht mir das schon Angst. Also dieses Gemisch in Bautzen ist nochmal stärker als in anderen Städten hier in unserer Region. Es sind halt diese normalen BürgerInnen, als diese immer bezeichnet werden, wo man sagt, okay, die Kritik ist angebracht, mischt sich hier aber wirklich mit sehr, sehr starken und vor allem großen rechtsextremen Strukturen. Und man hat es jetzt gerade gesehen, sie werden auch, also sie bilden das Fronttranspiel dieser ganzen Demo. Sie wirken sehr kampfbereit. Wir glauben, man wäre irgendwie den. Brauchen das irgendwie? Wir wissen ja gar nicht, was wir machen. Es gibt in Bautzen ganz deutlich ein Nazi-Problem. Also Menschen, die hier leben und eine andere politische Meinung vertreten oder aufgrund ihres Aussehens vielleicht nicht als deutsch wahrgenommen werden, haben es hier einfach nicht einfach. Sie sind hier ganz klar in einer Bedrohungssituation. Die Corona-Proteste haben wir eigentlich sachsenweit, im Landkreis Görlitz sehr stark. Also man muss sich wirklich überlegen, die Städte liegen hier teilweise 20, 30 Kilometer auseinander und trotzdem bringt jede Stadt zwischen 300 bis 500 Menschen auf die Straße und das jeden Montag. Also man kann hier im Landkreis schon von einer besonderen Situation sprechen. Also wenn wir jetzt nicht ins Handeln kommen, man kann eigentlich in Bautzen schon teilweise von diesen sozusagen national befreiten Zonen sprechen und das wird sich halt ausweiten und das bedeutet, dass die Stadt zu bestimmten Zeitpunkten für nicht alle Menschen offen sein kann oder vielleicht irgendwann überhaupt nicht mehr offen ist. Also ich glaube, AntifaschistInnen sind in Sachsen wirklich total oft schon in dieser Defensivhaltung. Aber dass dann doch zu meinen Lesungen wirklich in winzigen Städten teilweise über 30 Leute kommen, die berichten, dass sie trotzdem weiter aktiv bleiben wollen, das motiviert mich. Und ich glaube, davon gilt es auch in Zukunft weiter zu berichten und diese Leute irgendwie zu stärken.